So, hallo, wir machen weiter bei Super Mario Maker 2 und den muss ich erstmal starten. Dafür müssen wir Cadence beenden und den Mario Maker starten. Easy. So, haben wir geschafft. Gut, und dann brauche ich meinen Zettel. Mist. Wo habe ich? Da ist er. Ich habe nämlich zwei Codes wieder aufgeschrieben vom guten Twix, die ich mal übersehen habe. Hä? War doof. Aber jetzt weiß ich wieder, welche es waren und ich habe sie wieder bekommen. Und somit können wir auf jeden Fall wieder zwei Empfehlungslevel spielen, dass man das nicht skippen kann. Lass mich hier durch. Dankeschön. So. Und zwar ein x gleich 9 Level, was offensichtlich diesen Glitch verwendet. Und ein Undertale Puzzle Level, wenn ich das irgendwie richtig verstanden habe. Da bin ich jetzt mal sehr gespannt. Ah ja. Alles nichts Wichtiges, ne? Gut. Fangen wir damit mal an. Ich gucke jetzt auch noch gar nicht, was an neuen Sachen passiert ist. Deswegen machen wir erstmal das. GQ4 D6G. So, es könnte natürlich sein, wenn es so ein Level ist, was einen Glitch verwendet, dass es das schon nicht mehr. Okay, das gibt es doch noch. Aber wenn ich das richtig verstanden habe mit dem Glitch, x gleich 9 Returns. Das war offensichtlich, irgendwie hat das was damit zu tun, an welche Stelle man was hinsetzt. Beim Editor, beim Bauen, irgendwie gibt es da so eine Grenze. Ich will da nicht zu viel Blödsinn quatschen, weil ich da keine Ahnung habe. Jetzt gucken wir mal, was hier passiert. Okay. Okay. Jetzt hat mich das. Hä? Muss ich jetzt verstanden haben, was hier hätte passieren sollen? Ich werde halt irgendwie da so durchgedrückt, ne? Ach, ich habe zufällig den richtigen erwischt, oder was? Habe ich jetzt beide Male zufällig den richtigen erwischt? Ich habe am Anfang zufällig. Ach so. Ja, also obwohl es die gleiche Situation ist, bleibt man einmal hängen und einmal nicht. Ah. Okay. Deswegen habe ich nicht verstanden, was los ist. Weil ich zufällig den richtigen erwischt habe. Ja, gut. Wenn es dazu Erklärungen gibt, bitte in die Kommentare. Wenn ich jetzt irgendwas komplett missverstanden haben sollte. QXJ, JHY. Mich interessiert nämlich das Undertale-Puzzle deutlich mehr. BWG. So, gib mir Undertale-Puzzle. Runes. The shadow of the ruins, tombs, looms above, filling you with determination. Ah ja, Musikpuzzle hat er gesagt, stimmt. Musikpuzzle hat er gesagt. Dann ist es wohl die Ruins-Musik. Ach, da ist eine Röhre. Also es ist die Ruins-Musik, ja, aber. Ach so, die spielt jetzt, während ich hier. Aha. So hat man jetzt neue Hintergrundmusik bekommen auf die Art und Weise, ja?
Aber was? Aber was soll ich jetzt hier tun? Ach, die kann ich rausheben und jetzt komme ich durch die Röhre. Ah, nee, jetzt kommt was aus der Röhre raus. Oh. Aber will ich den? Ich weiß gar nicht... Ja, aber wo soll ich den... Was bringt es mir denn, hier dieses Ding höher zu... Das verstehe ich halt schon mal gar nicht. Was nützt es mir, dieses Teil hier höher zu schieben? Das, ich müsste ja irgendwie die Bombe da anzünden. Aber das kann ich ja eh nicht... Hä? Kann ich vielleicht das Gewicht erhöhen, indem ich hier zwei Sachen draufstelle? Also irgendwie, keine Ahnung. So. Guck mal. Nein, so. Und jetzt gehe ich nochmal mit dem hin. Lel. Aber was nützt mir das? Jetzt haben wir hier das maximale Gewicht. Ne, hier haben wir das maximale Gewicht. Aber es geht ja ganz höher. Höher geht's ja nicht. Ich könnte jetzt so ein Viech da oben hinsetzen. Und dann wird es angewedelt. Nein. Kann ich den nicht einfach absetzen? Ich kann den nicht absetzen. Wenn ich, sobald ich den absetze, lege ich den an. Ne, ich kann nicht nach unten drücken und den absetzen, weil dann passiert das hier. Das kann ich machen. Ja, gut. Aber was soll mir das da oben nützen? Ich habe das Gefühl, ich verstehe das Puzzle überhaupt nicht. Was soll denn der Wind da oben mit dem Bomb-Bomb machen? Da kann er gar nichts. Da hinten ist ein Feuer, das hängt in so einem Kran drin. So. Brauche ich hier einen Glitch oder was brauche ich hierfür? Ich komme halt hier nicht durch. Und es geht halt auch nicht kaputt. Wie auch. Das geht hier im Prinzip erst dann kaputt, wenn der Bob-Bomb explodiert. Na, soweit verstehe ich das ja. So. Jetzt gehen wir mal in Ruhe hier alles durch. Dieses Feuer dahinter hat, glaube ich, mit dem Bob-Bomb hier gar nichts zu tun. Aber wie soll ich denn den zum Explodieren bringen? Ich kriege den ja nicht zum Explodieren, indem ich das Ding hier hochschiebe. Höher geht's ja auch. Ich glaube, ich habe irgendwas fundamental falsch gemacht, aber ich kann halt auch nicht resetten. Ich kann nur neu starten. Aber hier irgendwas anders machen, ist ja auch Quatsch. Ach, der Wind hebt das Springboard da oben raus. So. Mit dem Springboard?
hebe ich dann die Dinger hier raus. So. Dadurch komme ich an so einen Teil hier ran. Aber dann ist halt Schluss. Ich weiß halt nicht, was ich jetzt damit anfangen soll. Was soll ich mit dem ganzen Quatsch? Ich kann nicht mal in die Richtung... Hä? Ich kann in die Richtung nicht kicken. Hä? Seit wann ist da eine Wand? Ich bin da hergekommen. Bin ich da durch Off-Blöcke gelaufen? Und ist jetzt zu? Na, aber gut. Was sehen wir noch? Wir sehen dann den zweiten Bob-Omb. Da hinten. Und wir sehen eine Plattform. Ich kann doch nirgends was tun. Und wenn ich jetzt in das Ding reingehe, nützt mir das ja auch nichts. Was soll ich damit? Was soll ich da? Ich kann mit dem Springboard vermutlich diese Dinger da bewegen. Das kann ich. Ich wüsste nicht, warum ich das sollte. Aber ich kann es. Aber hier kann ich nichts machen. Ich kann es hier hinlegen, aber... Es ist letztlich völlig irrelevant. Na, jetzt habe ich das Maximum an Gewicht. Was nützt es mir? Nichts. Was soll es mir auch... Was soll denn auch dieser Wind? Aber ich habe halt nichts anderes, was ich tun kann hier. Na, das ist das Problem. Ah ja, ich kann damit eine Stampfattacke machen. Habe ich vergessen. Ich kann hier eine Stampfattacke machen. Korrekt. Das heißt, okay, ich kann das Ding da wahrscheinlich hochschießen, regelrecht. Was das nützen soll, weiß ich noch nicht, aber ich kann es mal probieren. Ah, vielleicht... Nee, die kann ich nicht bis rausbringen, die Bombe, niemals. Ich treffe halt jetzt nicht mal. Ah, der Mannschaft macht das Ding kaputt. Okay, und den muss ich so loslassen, dass der irgendwie da hochgeht. Nach oben. Aber das fährt ja hier immer rein, das Ding. Das fährt ja, da fährt ja nichts.
Ich kann ihn da durchschicken, aber was nützt mir das? Na super. Es ist ja egal, wie ich den loslasse, der geht ja immer wieder. Wie kriege ich das Feuer da hoch? Der lässt es los und es geht schief und dann haut's ab. Ich müsste das Springboard da reinschieben. Ach so. Aber ich kriege das Springboard hier nicht durch. Also ich glaube, wenn das Springboard da landen würde, würde es auf den reagieren. Und der könnte nicht mehr nach unten abhauen. Das ist gerade so meine Idee, aber ich kriege das Springboard hier halt nicht durch. Und das fällt einfach nicht. Ich weiß nicht, was ich tun kann, dass das da bis durchgeht. Vielleicht auch irgendwas mit dem Panzer, aber... Oder kann ich den so... reagiert er hier drauf, wenn ich das hier hinstelle? Wait, das geht höher, wenn das... Das schießt ja bis nach oben fast schon, ne? Muss ich mich dann hier hinstellen, einfach nur? Also geht der bis dahin, wo ich bin? Nee. Der kann vielleicht beim Hochkommen das schon auslösen, ohne dass ich da... Ah, ich bin eine Nuss! Ich hab's verstanden. Ich hab's verstanden. Okay, let's go. Jetzt habe ich es verstanden. Das hat gedauert. Ich muss was anderes in den Haken setzen und dann geht alles gut. Ah, da ist da so eine Wand. Deswegen kam ich nicht mehr durch. Ja, und der Muncher, der sorgt dafür, dass das Ding explodiert. Natürlich. Na toll. Aber auf die Stampfattacke wäre ich wieder nicht gekommen. Da bin ich nur durch Zufall wieder drauf gekommen, dass das hier geht. Nur durch Zufall ist mir das wieder eingefallen, dass das hier geht. Blöd. Echt blöd. So. Jetzt pass auf. Jetzt schießt dieses Ding da rein und hängt sich da rein. Und jetzt geht er durch. So einfach kann es sein. So, und jetzt gehen wir hier, keine Ahnung. Jetzt sind hier On-Off-Dinger. Ein Rätsel jagt das nächste. Ich bringe jetzt mal das Springboard hier rüber. Aber das kann ihn ja auch nicht auslösen, irgendwie hier seitlich. Ich kann jetzt auch noch das andere Ding dahin bringen. Aber ich bin schon wieder beim nächsten Rätsel überfragt, was ich tun soll. Das ist unfassbar. So, jetzt ist alles hier drauf. Stampfattacke. Es war wieder die Stampfattacke. Okay. Ich will den On-Off auslösen, dann stirbt der Kollege. Mache ich hier wieder eine Stampfattacke? Ne, hier nicht. Ach so! Ja, ja, verstanden. Jetzt machen wir wirklich das, was klar ist. Naja, fast. Aber er ist halt trotzdem tot. Geht halt auch ohne den. Ich kann halt einfach durchrennen.
halfway. Okay. Also eigentlich hätte ich mich da ducken sollen, aber gut. Ach so, ist gar kein Puzzle mehr. Okay. Habe ich mich teilweise ganz schön blöd angestellt wieder, weil ich die Mechanik von dem... die Stampfattacke nicht realisiert habe. Ah, war doof. Ah, war doof. Müssen wir nicht drüber reden, war doof. So, gucken wir mal, was Neues gebaut wurde. Auf eurer Seite. Also schon interessant, ne? So, am Anfang haben ganz viele Leute gebaut und jetzt findet man so kaum noch was. Ne, die Kay zum Beispiel auch so 3 Level. Seitdem nichts mehr. So. Aber Alina baut. Alina baut zum Glück und damit versorgt sie uns. Oh, Brassi hat auch wieder was gebaut. Oh, Alina nochmal. Okay. Dann machen wir erstmal jetzt was Kurzes, weil wir haben nicht mehr so viel Zeit, glaube ich. Wir haben jetzt ja schon 20 Minuten. Das hier sieht mir aus nach einem Musiklevel. Fangen wir mal damit an. Dann haben wir das. Ja, das kann man in 5 Sekunden durchspielen. Wir wollen jetzt erstmal die Musik anhören, klar. Mal gucken, was ich tun muss. Rennen oder laufen? Rennen. Warum? Welchen Sinn hat das denn jetzt? Dann wollte ich ja mal gucken, ob hier mein Rekord noch besteht. Ja, das ist nämlich das, was ich meinte, ne? Wir haben es ja so schnell durchgespielt, wie es einfach eigentlich nicht schneller geht. Und der bleibt. Der dürfte bleiben. Ich bin mir nicht sicher, aber wenn man da einfach der Schnellste, der Erste ist, der das hinkriegt... Ich denke, es geht nicht schneller, weil man einfach nur rennt und es gibt keine Möglichkeit, dann noch schneller zu sein. Also der scheint zu bleiben. Na, nach 2936 Clears hat noch keiner die 2299 geschlagen. Auf die 2299 kommen die wahrscheinlich alle drauf, klar. Aber es kommt halt keiner drüber und deswegen bleibt der hier stehen. Das ist schon ganz, ganz lustig, wie das funktioniert. Gut, aber was ich glaube, was ganz schnell gehen könnte, ist so ein Run-Level. Ne? Das klingt ganz sinnvoll. Run, escape, fast, or you will be crushed at the end. Na, let's go. 27 Sekunden Weltrekord. Das sollten wir doch hinkriegen. Oh. Das war ja schon mal sehr klug. Or you will be crushed in the end. Also hier... Man sieht da jetzt schon das Ende. Man muss die dann irgendwie so triggern, dass die richtig sinnvoll runterfallen, okay. Gucken wir mal. Oder es ist was anderes gemeint gewesen. Wir werden sehen. Ah, okay, alles klar. Soweit sieht das alles machbar aus. So, jetzt einfach mal drüber und nicht runter. Oh, ich wollte eigentlich... Ja gut, das geht auch. Ich sollte ihn eigentlich schießen. Aber... Ah, das habe ich jetzt verpeilt. Ich sollte ihn eigentlich schießen, aber einfach durchlaufen geht anscheinend auch. Macht keinen Unterschied nachher. Oh, das war blöd. Aber es geht noch. Alles gut. Ah ja, so natürlich nicht. Ich muss ihn schon aufsetzen. Dann schieße ich ihn lieber. Dann schieße ich ihn lieber. Ein guter Speedrunner erkennt das alles natürlich sofort und schafft es auf Anhieb. Aber, huch.
Aber ich bin kein guter Speedrunner. Ich muss immer erst alles sehen, bevor ich es hinkriege. Hui! Hui! Jetzt bin ich wieder in den gleichen Haken Eiszapfen rein. Ach, komm schon. So. Ich bin einfach zu doof. Es ist nicht schwer, es ist nicht schwer. Mach einfach nur gerade Quatsch, der nicht sein müsste. Das ist alles. So. Schuss. Hops. Hops. Gleich mal loslassen. Ah, nicht da reinrennen. Und jetzt geht's. Weiß ich noch nicht, wie es weitergeht. Jetzt werde ich gleich wieder sterben, weil ich nicht weiß, wie es weitergeht. Oh no! Und jetzt kommt der irgendwann an. Nein, der kommt nicht an. Okay. Okay. Jetzt stellt sich mir natürlich die Frage, kann ich dann den P-Switch am Ende irgendwie verhindern? Weil die 27 Sekunden sind natürlich schon interessant. Der muss den P-Switch verhindert haben, sonst kriegt er die nicht hin. Ich könnte mir denken, wie man den P-Switch verhindern kann, aber ich bin mir nicht sicher. Ah, da wollte ich zu viel. Aber ich glaube, am Ende kann ich nichts mehr. Ich glaube, es ist der P-Switch, mit dem man die Zeit spart. Oh, und hier spare ich Zeit, indem ich nicht gegen die Springboards renne, sondern einfach warte, bis das Ding runterfällt. Da müsste ich auch nochmal Zeit sparen können. Ne, ich warte einfach hier und spring dann. Das dürfte ein bisschen Zeit sparen. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube es. No! Verfehlt. Ach Mann! Ich würde mich schon wieder über mich selbst aufregen. Wieso drücke ich denn nicht auf Springen? Hä? Ich drücke es zu spät. Anscheinend drücke ich es zu spät. Anscheinend drücke ich es einfach zu spät. Das gibt's doch nicht, wenn ich einfach runterlaufe. Ach. Anscheinend drücke ich es einfach zu spät. Der Witz ist ja, ich will eigentlich am Ende was testen und mache am Anfang Quatsch. Da könnte ich ein Narr werden. Nein, jetzt habe ich nicht, bin ich nicht losgelaufen. Weil mein Headset hier gleich rausfliegt. Was spart das wirklich so viel Zeit? Ich weiß es nicht. Bisschen. Bisschen auf jeden... Nein! Oh, ich dachte schon, der Sprung reicht nicht. So, jetzt aber. Nein! Ich habe wieder was falsch gemacht, was ich davor richtig gemacht habe. Ah, sowas ist immer ärgerlich, ne? Oh, bisher ist der Run richtig smooth. So, langsam. Nein!
Scheiße. Ach, mach mal, mach mal. Gibt's doch nicht. Nein, fast. Nicht ganz. Nicht ganz, wie ich das wollte, aber fast. So, das klappt ganz gut sogar. So, jetzt richtig rechtzeitig springen. Sehr gut. Und jetzt muss ich einfach nur in die zweite Reihe. Nice. Genau so. Ich glaube, schneller als hier abzuwarten geht's nicht. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, schneller als hier abzuwarten wird's nicht. Keine Ahnung. Schneller als das werde ich es nicht spielen. Wenn das jetzt noch nicht an den 27 dran ist, dann habe ich keine Ahnung, wie er es gemacht hat. Ah. Ja. Irgendwo war ich halt noch ein Ticken zu langsam. Aber das hole ich nicht. Das sehe ich nicht. Ich habe das, was ich wollte, habe ich geschafft. Ich bin an den 27 dran. Aber das hole ich nicht. Nee. Nee. Nee, irgendwo kann ich noch eine Millisekunde, wahrscheinlich bei den Haken kann ich noch eine Millisekunde rausholen und dann... Ja. Gut, wir gucken mal ganz kurz nur, wie lang das Level hier ist. 3 Minuten. Okay. Dann werden wir das beim nächsten Mal anschauen. Wie lang ist das? Auch 3 Minuten? Zumindest... Na gut, man kann ja gucken, wie lang ihre Zeit ist. Auch, okay, 4 Minuten. Also da braucht man wohl eine Weile. Wie lange ist seine Zeit? 2 Minuten, okay. Was ist hiermit? Auch 3 Minuten. Ja, das sind alles lange Level. Die will ich jetzt nicht mehr anfangen. Dann schließen wir hier ab. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir machen nächstes Mal hier die 3 Alina-Level und den Rasierer. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.